Leute, was geht? Euer Atlas am Start und ihr seht hier vielleicht im Hintergrund, heute gibt es ein kleines Pack-Opening. Hier gibt es jetzt erstmal die ganzen Packs. Ihr seht 15 Packs, gibt sogar Promo-Sets. Wir ziehen jetzt einfach hier für erstmal 250 Viva-Point-Sets. Dann hoffen wir, dass wir in den Gratis-Sets gute Packs haben. Wir ziehen erstmal nichts Gutes im ersten Pack. Da mache ich alles instant abstoßen, was nicht rare ist. Und dann kommt das zweite Set mit Points. Und ich hoffe, es nimmt hier auch den Ton und alles auf. So, und wir ziehen im zweiten Pereira. Ist aber auch nichts Nices jetzt, worüber ich mich jetzt freuen würde. So, und jetzt haben wir genau 30k und ein paar Gratis-Sets. Und die 5k-Sets ziehen wir jetzt einfach mal runter. Da hatte ich sogar schon mal Packler. Ich habe sogar Tevis Inf. Normal Tevis gezogen. Aber naja, das war schon, glaube ich, sehr viel Glück, das ich da hatte. Ich meine, sonst wird da wahrscheinlich nur Dreckmüll drin sein. In den 5K-Sets. Davon ist zumindest auszugehen. Ja, okay, hier haben wir sogar noch was für 1K. Naja, gut ungefähr 1K. Die Team-Fitness-Karte. Ich habe jetzt hier ein paar Runden Footdraft gezockt. Hab dadurch hier. Oh, nice, der hat ganz gute Werte. Hab dadurch hier ein paar. Hier ist nichts wert. Hab dadurch ein paar Packs gekriegt hier. Hab, glaube ich, 6 Runden Footdraft oder so geplayed. Ja, und jetzt sind es noch 3 5K-Sets. Aber ist natürlich jetzt auch nichts Nices drin. Hier Sparge können wir noch mitnehmen für unsere Serie, damit ich da nicht noch mehr aufrüsten muss später. Also Bundesliga-Spieler gute können wir ja mal mit reinnehmen. Und ich hoffe, wir ziehen es dann noch in den anderen Packs, was relativ gut ist. Sonst ist da nämlich ist wahrscheinlich nicht so viel Gutes drin. Ich bin zweimal in der ersten Runde rausgeflogen. Deshalb sind es auch sehr viele 5K-Sets. Und dann können wir hier mal schauen. Wir haben hier 3 7,5K-Sets, 3 15K-Sets, die 2 Silberspieler-Sets öffnen wir noch kurz, dann noch ein 25K-Set. Oh, der könnte das wert sein. Ah ne, spielt nicht in der BPL, schade. Aber ja, okay, ist nichts wert. Aber da müssen wir natürlich immer aufpassen, wenn wir zum Beispiel da zu einem Spieler wie Akpon-Lau oder so ziehen. Oder war die, die dann nochmal 20k wert sind? Haben wir zwar jetzt hier keinen Mölders. Können wir mal mitnehmen. Wie gesagt, für unsere Serie ist jeder Spieler wichtig. Und jetzt fangen wir mal mit 7,5k Sets an. 7 Packs haben wir. 4 7,5k. Und fangen an mit was Schlechtem. Keinen guten Pack, 40k haben wir jetzt. Ich will jetzt mal was Geiles haben. Oh Mann, da denke ich. Aber England hat doch keine guten ZOMs, oder? Barclay ist jetzt so einer von der Sorte, die 1k kosten. Ist zwar jetzt auch nicht so schlecht, aber naja. Gut, in so einem 7,5k Set erwarte ich mir schon mehr, aber wir haben ja noch ein paar bessere Packs, die vielleicht ein bisschen mehr einbringen könnten. Das letzte 7,5K-Set öffnet sich. Sogar nur ein anderer Spieler. Und dann kommen wir schon zu den 15K-Sets. Und da brauchen wir jetzt aber viel Glück, hoffentlich. Hoffentlich haben wir auch ein bisschen Packluck. Gasserles. Könnte nochmal so 2, 3, 4K wert sein. Hoffentlich. Ja, 3k ist er vielleicht noch, ja, 2,8. Bester Spieler bis jetzt, ich habe da Argentinien gesehen, hier Griechenland gesehen, nicht Uruguay. War ich ein bisschen enttäuscht, wahrscheinlich habe ich jetzt hier noch ein gratis Footcraft Token drin, oder? Ne. 2548k haben wir und wir haben noch 2,15k Sets. Also da könnte noch was Gutes drauf sein.
drin sein. Okay, das ist nichts Gutes. Podolski. Und Horn, den nehmen wir auch mal mit. Und den Rest nehme ich wieder wie immer in den Verein. Dann kommen wir auch schon zum letzten Pack, da ist jetzt Alaba drauf. Und öffnen wir mit der Nase. Bevor wir dann zum 25k-Set kommen. Bernat. Der letztes Jahr ein Winter-Upgrade bekommen. Zu Niger, aber den Bernat, glaube ich, behalten wir auch in der. Ja, ist sogar noch ungefähr 500, 700 Coins wert. Das denn. Zunier könnte auch nochmal 1k wert sein oder so. Ja, 1,3. Bisschen über dem Abschlusspreis. Da alles in den Verein mitnehmen. Das denn, ich glaube, der ist nichts wert. Habe ich so irgendwie im Gefühl. Der ist sogar noch was wert. Ja, okay. Jetzt haben wir 54k und jetzt kommen wir zum letzten Set. Und wenn da jetzt auch was Hammer drin ist, dann wird es mich freuen, ansonsten nicht. Matuidi Gonalore, Mann. Ist nichts Gutes, der ist nichts wert. 1000. Niemals. Nichts Kuyate ist höchstes Beast. Ist genauso wenig wert. 4K stehen jetzt bei 59k, also das hat sich ja überhaupt nicht gelohnt. Also, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr, sehr freuen. Lasst doch ein Abo da, wenn euch unsere Videos allgemein gefallen. Dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann, Servus, Leute. Macht's gut, haut rein und ciao.